Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir Tiny besiegt und Level 6 aus dem oder Level 1 aus dem zweiten Warp Room schon erledigt. Und wir gehen jetzt zum zweiten Warp Room, was Hang'em High ist. Okay. Gut, gehen wir da rein. Da ist schon der erste farbige Kristall. Edelstein. Fast. Ich hätte auch nur farbigen sagen können, aber dann wird wieder mit mir geschimpft, wahrscheinlich. Hat sich die Musik früher auch so angehört? So, ich nehme jetzt mal einfach an, um den gelben Edelstein zu bekommen, darf ich nicht verrecken, bis ich irgendwie eine Plattform erreiche. Ja, jetzt kommen wir eben Musikbrand vor. Was? Wollte schon sagen. So, diese Dinger kenne ich, glaube ich, auch noch aus dem zweiten Teil. Wie sind die so schnell? So. Soll ich dir helfen, lieber Affe? Warte mal. Oh, Entschuldigung, warte, ich helfe dir. Putsch. Ja. Ich hab... Den Edelstein konnte man auch schon irgendwo sehen. Warte mal. Fast nicht gesehen. Ja, wir sind in der zweiten Welt und bis jetzt noch nicht... Boah, ist der weit geflogen. Bis jetzt noch nicht so sonderlich große Probleme und da wäre ich beinahe runtergefallen. Das wäre voll peinlich gewesen. So. Noch kein gelben, da muss ich hin. So, kein Risiko. Habe ich hier noch was übersehen? Nein. Okay, ein Drittel haben wir schon. So. Ich bin jetzt voll nervös, ich möchte nicht verrecken. Irgendwie eine bessere Reichweite jetzt. Bams. Ja, Bonus-Ding ist da. Ich glaube, da kann man frecken, oder? Wo ich es nicht herausfinden möchte. Ja, ich weiß, ich drücke auf Dreieck. Ich will halt immer sehen, wie viel ich habe. Ja. Geil, danke. Ich das nicht erreiche, hallo. Aber man weiß ja nicht. Ah. Gibt's da auch noch, stimmt. Oh. Hätte ich auch, glaube ich, auch so erreicht, oder? Nee. Leben glaube ich nicht. So, 20. Bams, raus hier. Weiter. Bams. Sehr schön. Ganz schön ergiebig die Bonus-Level hier. Und auch nicht so schwer, wenn man nicht hier gerade so was wie im letzten Part einbaut. Was aber natürlich an mir liegt. So, ich hätte gern trotzdem mal irgendwo eine Plattform gesehen. Und da hinten sieht man schon mal Spiel, schon Beispiel, ja. Hätte ich wirklich mal gekonnt. Nein! Oh, nee! Okay, jetzt kommt wahrscheinlich gleich. Oh, so weit. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich das Dingen. Oh Mann. Dann wegen so ein Mist auch noch. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach so da runtergerutscht, verdammt. Kann man denn durch so ein Mist falken? Dachte er sich. Als er sich fremd schämte für den Let's Player, den er gerade gesehen hat. Bah. Vor allem war ein Checkpoint. Hab den Typ damit getötet. Hilfe. Oh, fuck.
Ja. Okay, ich glaube, ich kann ja nur einen Edelstein hier rausholen. So. Ja, okay, so geht's auch. So, du besser. Jetzt kann ich sowieso verrecken, jetzt ist es sowieso egal. Jetzt ist das Leben nicht mehr lohnenswert. Ah. Dein ist der gelbe. Wie kriege ich den? Ich meine, wie weit der weg ist. Ja. Was? Ah. So ein Tease ist das. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Also ich habe jetzt nicht irgendwo eine Plattform gesehen, wo man hin soll. Oder kommt die erst, nachdem man das... Ich weiß ja nicht, nach welchen Regeln das Spiel jetzt hier wieder funktioniert. Habe ich nie um die farbigen Dinger gekümmert. Oder allgemein um die Edelsteine. Ich doch, um die Edelsteine glaube ich schon, aber... Ich habe die Relikte immer geholt, warum auch immer. Egal, holen wir uns irgendein andermal. Was soll's? Erstmal tanzen. Solange ich erstmal alle Box-Edelsteine bekomme, ist mir relativ wumper gerade. 16%. So, hier war ich, ne? Ja. Und ja, das wird. Das wird jetzt hier ein bisschen nervig. Ich glaube, hier kümmere ich mich erstmal um alle Edelsteine. Weil ich glaube, mich eigentlich beim ersten Mal das schaffe. Und dann. Ja, 13 Dinger. Was muss ich überhaupt drücken? X, ja, okay. Früher hat man halt mit X gespielt, okay. Aus dem Weg, Mann. Ah! Ja, hab ich alle? Ja. Oh, sehr schön. Bin ich auch geil, so Motorrad-Level. Man, richtig Bock, finde ich. Irgendeine Secret Level erreicht man auch durch eine Motorrad Level, aber ich glaube, die ist halt noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Gibt nicht so viele, ich werde da sowieso irgendwann abchecken. Ja, okay, jetzt einfach das Ziel erreichen. Komm schon. Oh Mann. Wer da hinten ist das Ziel? Nein! Nein! Sack, aber ich habe den Edelstein. Verdammt, ich hätte das so gerne hier mit einem Versuch geschafft. Aber nee. Egal. So, jetzt aber. Hogride. Hogride. Ja, okay, dafür brauchst du jetzt nicht tanzen, da weiß nicht. So. Gut. So, ich habe jetzt den Edelstein und nicht den Kristall. Was ist das denn? Normalerweise ist das umgekehrt. So. Jetzt einfach nur gewinnen. Bams. So. Geht mal aus dem Weg. Ah! Ah! Das ist das genaue Gegenteil vom aus dem Weg gehen, verdammt. So, kack auf die Kisten. Einfach schnell hier überall durch. Oh Mann! Ich glaube, die Dinger sollte man vielleicht auch nicht nehmen. Die tun einen auch ein bisschen abbremsen. So ein ganz kleines bisschen. So nicht nennenswert, aber trotzdem. Boah, ich finde das richtig geil, diese Level. Weg! Ja, das war schon unnötig. Ja! Geh mal aus dem Weg! Oh, boah, das sah geil aus! Zack! Ah! Ja, das wurde gesponsert von Engine's Gas. Was? Das Schild im Hintergrund. So, immer da erledigt. Bams. Das ging schnell. Hogride. Hogride. Und wieder eine normale Level. Tomb Time. Oder Tomb Time. Aua. Hallo, Leute. Dingo Dial, mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Okay, krasser Typ.
Was für eine Eiszeit, wir waren noch kein einzigen Eislevel hier. Glaube ich. Na, ich werde erst nach hinten gucken. Weiß er nicht. So, wie viel haben wir hier? 95. Sehr schön. Und wir holen Lara Croft, die kennst du bestimmt hier besser aus. Wie das aussieht. So. So, diese Level mag ich auch, diese ägyptischen Dinger hier. Und ich muss schon wieder einen Schnitt machen. Warum chatten jetzt schon wieder jemand? Ah! So, und weiter geht's. Ja, bin schon wieder cutten. Ja, regt mich auf. Warum kann das Leben nicht einfach stehen bleiben, wenn ich am Aufnehmen bin? So, ich glaube, die roten sollte man nicht drauf, ja. Ja. Wart. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Wieder so kaputt, Mann. Danke. Diese Präzisionssprünge, die kann ich nicht, Mann. So, ich sehe schon, was da. Ja. War nicht schwer. Sollte das etwa eine Herausforderung sein? Sehr gut. Finde ich gut, hat hier alles funktioniert bis jetzt. Weiß ich, das schlägt irgendwann zurück. Das Karma hat mit mich überfahren wie ein Bulldozer. It's like hearing the engine from a Bulldozer. So. Aber ich kann ja auch noch. Muss schon sagen. Ich hab noch früher was gesagt. Nase Angst. Sollst du auch haben. Ich bin verdammt Bandicoot. Was auch immer das für ein Axt hier ist. Das ist genau wie bei Polar damals. Und wir keine Leben bekommen. Arme kleinen Dinger. Na komm. Denkst du, das ist witzig? Bams. Noch ist es irgendwie. Okay, jetzt hier die Lichtdinger dürfen wir nicht betreten, weil dann kommt da Pfeil aus den Wänden. Ungefähr so. Was ich irgendwie nicht verstehe, den Mechanismus. Wieso tun Pfeile rausgeschossen kommen, wenn man das Licht berührt? Na, no, knapp. So, ich habe so das Gefühl, ich krieg hier nicht alle Kisten. Verdammt. Ich nehme an, ich brauche den lilanen oder ich krieg den lilanen da. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Verdammt. Wenn jetzt eine Kiste fehlt, dann ist das natürlich richtig böse. Und dann hat nur die ja vorgefehlt. Ah, ich wusste es. Ach. Egal. Stylisch. Sehr gut. Au. Ich sehe immer noch, das ist witzig. Okay, ich glaube, dann ist schon das Ende. Ja, aber es hat nicht nur einer gefehlt, es haben mehrere gefehlt. Nein! Nein! Ja, okay, dann scheiß auf die Kisten. Boah, das kann ich schon bei Crash Bandicoot 2 nicht leiden, diese Kackdinger. Boah. Also immer ein Typen Flammenwerfer in verdammten ägyptischen Katakomben hier zu suchen hat.
Ich mische mich in der Logik von Naughty Dog nicht ein. So, leider nur ein Kristall diesmal. Verdammt. Ich wollte eigentlich diesen Trend hier beibehalten. So, dann machen wir die letzte Level von Welt 2. Also Welt 2, Raum 2, keine Ahnung. So, hier kann ich nochmal reinrennen. Eigentlich kann ich überall nochmal reinrennen, ne? Oh, so eine Level, geil. Das ist schon wieder chillig, finde ich. Midnight Run. Diesmal mit der Musik hoffentlich nicht so laut. Oh, K steht auf den Dingern. Hier auf den Schildern da oben. So, hier den Edelstein zu holen dürfte kein Problem sein, außer ich laufe natürlich dagegen. Mal, es war das Gegenteil zu Polar, ne? Also in Crash Bandicoot 2, da. Keine Ahnung, Polar ist überall sicher rausgekommen und hier kriegt der verdammte Puma auf die Fresse. Traurig. So, das waren jetzt alle, ne? Ja. Gehst du nach oben, oder? Ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Hab ich halt beeilt. Knapp. Boah, das war knapp. Ist eigentlich knapp. Ich muss die Dinger noch gar nicht erwischen. Ich will's aber. Ich will es unbedingt haben. Aua. Aha. Autsch. Nein, Mann. Ah. Schnell deine Ziegelsteine woanders hin, verdammt. Backfisch, stell deine Backsteine woanders hin. So, schon wieder beinahe getroffen davon. So, jetzt muss ich hoch. Hopp. Wasser lang. Checkpoint. Aber jetzt kommt da gar nicht mehr Checkpoint, jetzt steht da Crash und Coco immer, ne? Wenn man darüber läuft. Oh, jetzt fliegen die schon so. Wie unfair. So, da runter. Richtig chillig. Das ist nicht so schnell wie bei Polar. Aus dem zweiten Teil. Nicht so chillig. So, alle Kisten. Bonjour. Mein Konnichiwa. Oh, das ist immer so knapp. Ja, aber ich schaff's. Sehr schön. Kristall und Edelstein wieder bekommen. Bams. Okay. Haben wir das auch geschafft. Oh, sehr schön. Und dann müssen wir unseren nächsten Boss fertig machen. Und zwar Dingodai. Einer meiner Lieblingsbosse überhaupt. Ich glaube auch von vielen anderen. Aber den machen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.